Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich nehme euch heute mit bei der Rückfahrt. Wir sind noch in Bellaria, in Bella Italia. Und wir haben unseren Partner, das schon leer ist. Wir haben jetzt alles eingepackt. Der Papa ist gerade unten beim Auto. Es ist mitten in der Nacht. Es ist aktuell 4.13 Uhr. Und ich weiß gar nicht, ob ihr irgendwas seht, aber let's go. Hier ist der Papa. Papa. Hallo. Alle sind schon im Auto. Kommst du denn noch mal rauf, dass wir so zusammen alles kontrollieren, oder? Yes. Hier seht ihr mal, die Straßen sind leer. Also so einigermaßen. Vorhin waren da so noch ein paar Teenager, die ein bisschen geschnattert haben und so. Ich guck noch mal ein bisschen durch. Jo, schaut so aus, als hätten wir alles mitgenommen. Ja, ich glaube, das ist leer. Deswegen würde ich mal sagen, wir gehen. So, ich glaube, ich habe nochmal kontrolliert. Buongiorno. Wir haben mal kontrolliert, jetzt ist nichts mehr da. So. Lasagne nimmst du mit? Nein, oder? Das jetzt. Gehen wir, oder? Spiegelei. Spiegelei? Okay. So, dann würde ich mal sagen, let's go. Schließen. Damit die anderen auch wach werden. Ja, Checkout haben wir schon gemacht, gezahlt haben wir ja schon beim Kommen. Hi, Babys. Hier ist der Philipp, hier ist die Luisa, die schläft schon. Die Lara macht schon ein bisschen eine iPad-Session. Was macht die Michelle? Sleeping Baby? Ich möchte schlafen. Okay. So, wir sind schon unterwegs. Wir brauchen circa 9,5 Stunden. Also mal gucken mit so Pipi-Pausen. Wie man sehen kann, jetzt geht's auf die Autobahn. Also ciao, Bellaria. Bella ciao. Wir sind jetzt nun seit 2 Stunden on the road und jetzt kommt langsam die Sonne raus. Schaut euch das mal an, wie das ausschaut. Sonnenaufgang. Sieht man nichts mehr. Aber jetzt. Mega schön. Alle schlafen. Außer Papa und ich. Sollen wir einen Kaffee trinken? Später, oder? Ja, ein bisschen später. Später, oder? Mag einfach ein bisschen schlafen. Ist das für dich okay, Papa? Ja, ja. Ich mache noch eine Insta-Story für einen schönen Sonnenaufgang. So, meine Lieben, wir sind schon in Österreich. Wir machen eine kleine Pause. Ich bin sicher, ja? Pipi-Pause. Und die Passung für Philippo. So, wer muss jetzt alle Pipi? Ich. Geh mal den Müll weg. Okay. Also wir sind jetzt ca. 5 Stunden durchgefahren. Wir werden noch die Hunde jetzt gleich abholen. Und, habt ihr Angst? Warte, schau mal. Auf der anderen Seite ist die Tür offen, ne? Ah, ich schau sie weg, sie ist creepy. Geh komm. Die ist echt riesig, schau dich mal an, wie meine Hand daneben hat. Ah! Ah! Was sagst du? Nein. Ah! Ich schwöre, ich weiß auch nicht. Ich schwöre. Papa! Macht ihr Pipi oder habt ihr Angst vor den? Die werden aber ausbrechen, oder? So viel Freude. Jetzt? So, wir gehen. Jetzt? Rein. Oh mein Gott, pass auf, dass die. Nimm den Philipp hoch, warte. Schaut mal, die Welpen. Sind die nicht süß? Oh, ich sehe schon mit diesem Tag. Sind die süß? Mhm. Ganz eine liebe Maus. Ja. Sie ist ein bisschen schüchtern da hinten. Lucy! Emil! Das hat die Goldi vermisst, oder? Warte.
Das macht euch halt so viel lieber. Ja, Schatzi, ja. Sophie, gell? Lucy! Sophie, du kommst eh mit. Das ist voller Hoppermausiker. Ja, das ist... Ja, wir gehen nach Hause, ja. Ist schon gut. Hier ist aber viele Hunde hier. Ah, meine Sophie. 2 Stunden später. Piep. Wir sehen uns zu Hause, meine Lieben. Piep. Wie er miaut, gell? Da, die Hunde haben wir jetzt auch schon aufgebracht. Was? Da ist er. Ist er. Da. Bibi, komm her! Wir sind zu Hause. Bibi. Dem ist es heiß in der Sonne, deswegen hat er sich da jetzt im Gebüsch versteckt. Ich glaube, die Hunde flippen aus, der Bibi. Dem Bifi auch mal wieder zu sehen. Und wie gefällt es euch zu Hause? Ha? Habt ihr auch zu Hause vermisst? Wir haben es auch vermisst. Ja, schön wieder da zu sein. Hm, Sophie? Und die Kinder, was macht ihr denn? Schauen. iPad schauen, na toll. Na toll. Gib dem Philipp auch ein Soletti. Super. Super, ist es schön zu Hause, ist es schön zu Hause. Ja. Jetzt ist natürlich die erste Aufgabe, alles auszuräumen. Unseren, wie heißt der? Dachkoffer. Und alles, was im Auto herumwirbelt, damit es auch halt wieder fresh ist. Wir sind auf jeden Fall alle richtig müde, kaputt, aber das wollen wir auf jeden Fall schon noch fertig machen. Papa ist wahrscheinlich schon unten und hat, wie ich ihn kenne, wahrscheinlich schon eine Waschmaschine geschaltet. Schatze? Ja. Ich wusste, wer ist mein fleißiger Bienchenmann, hä? Ist hier und haut schon eine Waschmaschine rein. Nein, ich wollte nur das Sache rein, das ist nass. Ich räume mal aus, was im Auto ist und so. Schau. Die Hunde. Ja. Bifuti! Der Bif denkt sich so, oh, die Hunde sind ja auch wieder da. Bifinoti! Miau! Miau! Oh, Bif, hast du uns vermisst? Ja, wir haben dich vermisst. Ja, was erzählst du mir? So. Let's go! Ausräumen. Und auch, haben wir einen vollen Postkasten? Wie viel war da drin? Das ist jetzt schön, ich sortiere das gleich. Ja, die Werbung kann sie eigentlich gleich kübeln, weil die will sie ja nicht mehr aktuell sein, oder? Ah, ich bin so müde, so kaputt. Ein Mittagsschläfchen wäre schon der Hit, oder? So, mein Lieben, wir sind tutti kaputti, richtig müde. Deswegen heute nichts kochen, einkaufen, weil wir wollten eigentlich noch einkaufen und einfach kochen und so. Ich glaube, Wäsche waschen ist das höchste der Gefühle heute. Und wir haben uns was vom Chinesen geholt. Mini. Ich habe mir, wie heißt das? Irgendeine Tempura-Maki mit Avocado und Philadelphia. Und die restliche Bande hat gebratene Nudeln. Das schmeckt dir nicht mal, gleich. Und ja, hiermit wollten wir uns jetzt vom Vlog verabschieden. Wir werden ein bisschen ankommen die Tage. Wäsche waschen, abarbeiten Sachen. E-Mails haben wir einige zum Tun, Bestellungen sind reingekommen. Ich muss mich ums Team kümmern, Team-Coachings vorbereiten für nächste Woche. Ja, wir werden uns auf jeden Fall die Tage mal wieder melden und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!